Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Let's Play GTA. So, wir sind hier wieder stehen geblieben nach 15 Minuten Aufnahme natürlich nur letztes Mal. Und ich muss wieder meinen Sound leise drehen, sonst geht's nicht. So, was müssen wir machen? Wir müssen weiterhin Sachen besorgen für unseren Banküberfall. Und eine Sache ist, dass ein Barry ist. Ich muss mal meine Lampe ein bisschen wegtun da. Barry. Irgendwo war da noch was. Cargo Bob soll ich holen. Oh, das wird schwierig. Cargo Bob befinden sich nämlich nur in der Militärbasis. Da muss ich mir dann gleich noch ein schnelles Auto nehmen. Da vielleicht. Das sieht ein bisschen schneller aus. Das oder ich nehme das hier. Das sieht ein bisschen schneller aus. Müssen wir vielleicht nehmen, weil wir müssen ja ganz schnell durchs Militärgelände. So, dann fahren wir da erstmal hin. Das ist ja der wenigste Aufwand. Wir müssen nur in das Militärgelände versuchen, so schnell wie möglich reinzukommen, dass wir den Cargo Bob schnell kriegen. Oh, das ist noch ein schnelleres Auto eigentlich. Die dürfen uns halt einfach nur nicht kriegen. So, wenn ich ein bisschen still bin, bin sehr müde heute. Und da kann ich nicht so wach bleiben. Ups, da war's. So. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir da sind, aber das ist egal. Dann fahren wir jetzt erstmal ganz entspannt hin. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir das so regeln, die Mission. Weil im Militärgelände, ich weiß auf jeden Fall, dass die sehr doll schießen. Was denn damit? Ich muss mal eben anhalten. So. Das Kabel unter meinem Bein. Jetzt können wir wieder losfahren. Aber das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger durch das Militärgelände. Was ist das denn? Hat gerade das Dach zugemacht. Das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwieriger durch dieses Gelände zu fahren. Aber vielleicht schaffen wir das sogar. Oh. Das ist doch ein Alter. Jetzt kann ich wieder los. Ist da nicht ein Militärhubschrauber oder ist das ein Polizeihubschrauber? Einmal husten. Und jetzt kann ich Vollgas geben. Moment. Sehr schön. Das Auto ist doch schnell genug bestimmt, um da ordentlich durchzukommen. Ich darf halt nur nicht unbedingt sterben. Ja, der hat ja gar nicht die Spezialfähigkeit beim Auto. Das bringt mir dann halt gar nichts. Das ist das Problem. Ah. Jetzt wäre eigentlich Franklin ganz okay, weil der hat das schnelle Auto eigentlich. Das habe ich ja in der Garage gespeichert, dieses ganz schnelle. Aber ich glaube, ich bin gleich da. Im Militär. Was macht der? Achso, abbiegen. Schnellstraße abbiegen, jawohl. Oder was ist das hier? Ist das der Highway? Ich habe keine Ahnung. Scheiße. Ich glaube, ich komme an Militärgelände schon kaputt an. Dann ist es noch einfacher, mich zu töten. Vielleicht hört man das auch ein bisschen an meiner Stimme halt. Ich bin nicht heiser, aber so ein bisschen ist der Schnupfen da drauf geschlagen, so ein bisschen. Da ist das Militärgelände, glaube ich, schon. Da kann ich da hochfahren? Geht das? Geht das, wenn ich den Berg... Ah, schade. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt da... Oh, das war knapp. Aber ich glaube, da gibt es so einen Trick, dass man da hochfahren kann. Vielleicht schaffe ich den Trick. Ich probiere es einfach mal. Probieren geht über Studieren, aber ich habe, glaube ich, nicht so ein schnelles Auto dafür. So. Da gibt es doch irgendwie da so eine Bergeinfahrt. Wo ich es dann hochschaffe, wenn nicht. Ist auch egal. Das konnte man, das habe ich. Ganz ehrlich bei. Ja, das war schon mal gut.
Das war gut. Aber nein, dann fahre ich einfach in die Einfahrt da rein. Die mir da angezeigt wird. Und dann muss ich da den Cargo-Bob holen. Ich glaube, das ist die, ne? Militär? Ja, das ist er. So, jetzt muss ich nur hoffen, dass alles klappt. Und sofort... Oh, oh. Wo ist der Cargo-Bob? Wo ist er? Weg da. Lauf, lauf. Hoch. Ja. Oh, wunderbar. Jetzt muss ich hängende Militärhubschrauber. Nichts leichter als das. Hoffentlich nicht. Der ist ein bisschen über mir. Ich hoffe, ich schaffe den abzuhängen jetzt. Oh, das war aber knapp mit meinem Leben. Habt ihr das gesehen? Oh, nein. Okay, die feuern noch auf mich. Das ist sie jetzt nicht. Ach doch, da sind sie. Das ist gut. Gut fliegen, glaube ich. Cargo-Bob. Begibt sich zum Hangar. Sehr schön. Boah, das, okay, das ging doch eigentlich. Ja, das wäre ein bisschen schwieriger. This is a big bird. Michael really better get those lessons. Muss ich wirklich mit Michael Flugstunden nehmen? How you doing, Trev? Fine. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's the heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Okay. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass arg zeitverzögert ist. Sieht auf jeden Fall so aus. Wobei, ne, doch nicht. Sieht zeitverzögert aus. Okay, da ist unser Hangar, glaube ich. Da ist unser Hangar, genau. Da muss ich jetzt ganz vorsichtig landen. Weißt du was, dann mache ich gleich. Nach 15 Minuten meiner Aufnahmepause. Dann muss ich nochmal eben gucken. So, dass jetzt so zeitverzögert ist. Das ist doch bescheuert jetzt. Sehr schön. Cargo Warp, 100%. Boah, geil. So wenig habe ich nur gebraucht. Okay, warte mal, dann mache ich jetzt mal eben eine Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder bei GTA 5 mit Mübingmanner. Tschüss.